willkommen zurück an alle auf YouTube. Nur als kleine Erinnerung, das ist eine Streamaufzeichnung. Entsprechend nicht wundern, wenn ich mal mit dem Chat interagieren sollte. Wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir haben hier im Brunnen gespeichert und wollten noch Brunnenquell vervollständigen. Da es hier unten Ort gab, wo ich nicht war, und hier ist noch eine Kugel. Das heißt, es gibt hier noch ein paar Sachen zu erledigen. Wo genau? Ach, lol. Habe ich die wirklich übersehen? What? Okay. So, dann war hier Wasser. Aua. Oh. Kann ich die ineinander schleudern? Nein. Ich nehme einfach nur das Erz mit und gehe weg. Tschüss. Sieht so aus, als wäre da unten noch ein Versteck. Moment. Karte. Nee. Gut. Wenn wir hier rausgehen, müssen wir einmal da hoch. Moment, ich zoome einmal ran. Es scheint so, als hätten wir hier alles erledigt. So. Dann gibt es hier noch... Ja, genau. Hier haben wir einen Beutel bekommen. Und dann gibt es hier noch einen Bereich. Okay, es gibt... Ah, nee, warte mal. Das hier ist aber... Doch, das ist noch Brunnenquell. Okay. Das heißt, wir wollen hier den Gang entlang. Hier im Wasser schauen und da schauen, was ist. Und dann geht's weiter. Und hier oben. Okay, das. Erstmal guter Gerz, perfekt. Dann raus hier. Jetzt muss ich kurz schauen, wo wir genau landen. Wir landen hier oben. Wir müssen durch, glaube ich, die Tür. Moment, das sehen wir ja gleich. In die Tür rein. Und genau, dann sind wir hier. Ja, okay. Dann können wir hier runterspringen und da eventuell hoch. Das war keine gute Idee. Kann ich nicht... Oh, ich kann hier oben nicht lang. Okay, da ist auf jeden Fall was hinter. Oh, aua. Ach, das ist das, was sich alles dreht. Genau. In dem Drehraum haben wir anscheinend auch noch was übersehen. Okay. Wie komme ich da hoch? Nein. Oh. Ich muss erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. So kommen wir da hoch. Ja, so. Okay, perfekt. Dann ist das schon mal der Ort. Das heißt, wir können hier wieder raus. Kurz abwarten. Jetzt. Innen durch. Uiuiui, warte. Wenn ich hier warte, sollte ich ja eigentlich sicher sein. Und dann kann ich jetzt hier raus, genau. Und mich da hochschleudern, sobald das untere an war. Perfekt. Und, aua, das hat mich noch getroffen. Hier einmal raus. Ich heile mich kurz. Meine Energie ist ja voll. Heile ich mich direkt zweimal. So. Schauen. Wir haben den Bereich jetzt abgeschlossen. Jetzt müssen wir noch eine Tür runter. Und dann kommen wir in noch einen Bereich, an dem wir noch nicht waren. Warte, wo ist die nächste Tür? Da drüben. Okay. Aua. Ja. Und rein da. Sind wir jetzt an der oberen Tür? Ja, perfekt. Da müssen wir einfach nur... Nee, das war die falsche Taste. So, näher ran. Hier haben wir alles aufgedeckt, oder? Ich danach aus. Naja. Wir müssen irgendwie das Rad in Bewegung setzen. Geht das nur von unten vielleicht? Hallo Marco. Wie kommt man da runter? Muss irgendwas geben, was das Rad hier noch befreit. Eventuell von unten. Oh. Oder von hier. Warte mal, das haben wir schon benutzt. Okay, das können wir nicht mehr verschieben.
Hör dich kurz nicht, jo, alles gut. Voilà. Stirb endlich! Warum hat das so viel ausgehalten? So. Hoch da. Aber ich möchte nur durch. Hier ist Wasser. Aber in dem Wasser ist nichts drin, oder? Die Wand kann man nicht kaputt machen. Das sieht, aber das sieht halt 1:1 so aus, als wäre da irgendwas hinten dran. Wir haben hier aber nichts übersehen. Merkwürdig. Okay, dann müssen wir in eine andere Tür, weil dann müssen wir von unten kommen. Okay, dann, warte, wie kommen wir in die andere Tür? Einfach nach unten, okay. Hallo? Irgendwo muss hier der Eingang sein, ja da. Das war nämlich die erste Tür überhaupt. So, wenn ich jetzt schaue, müssen wir eigentlich einfach gerade nach oben. Ah ja, okay. Ja, perfekt. Nein, nach oben. Da hatten wir nämlich die Fähigkeit noch nicht. Jetzt kann man das auch in Betrieb setzen. Das hat so eine kleine Lücke. Ah, okay, man bewegt es einfach nur ein kleines Stück, alles klar. Und hier gibt es eine Kugel. Und da kann man auch durch, okay. So, das ist geschafft. 84%. Oh, warte mal, da ist doch eine Kugel. Okay, perfekt, dass wir hier durch können. Da war ich doch eben gerade. Wie konnte ich die nicht sehen? Hier möchte ich jetzt einfach mal kurz vorbei. Ich möchte nicht kämpfen. So, wo genau? Ein Raum weiter zur Seite. Ey. Der Baum hatte mich immer geblockt, weil man hier nicht nach oben springen kann. Man kann da draufstehen. Das hat mich immer blockiert. Ich wollte hier alt schon hoch, aber ich kam nie hoch. Okay. Dann haben wir das. Können wir hier raus? Oh, Moment. Hoch. Und raus. So. Sagen wir sind jetzt hier. Genau, nochmal in den unteren Eingang rein. Muss ich ja gar nicht. Ich kann auch einfach hier rein und durch das Loch durch, oder? Ja, okay, das ist der schnellere Weg. So, jetzt hier an der Seite rein. Ja, perfekt, okay. Einmal so. Uiuiui. Okay, es gibt Orte zum Festhalten, sehr schön. Aua. Okay, und das ist nur Wasser, das ist gar kein Strahl. Dorn, du hast einen neuen Geistersplitter. Lass mal kurz schauen. Wir haben Dorn, füge Gegner 25%. Ja, nee. Ich möchte ja eigentlich keinen Schaden bekommen. Spaltung, stimmt, die haben wir ja auch noch.
Warte, was ist das da unten? Genau, das, ah ja, alles klar. Das sind die, die wir drin haben. Tschüpp. Hallo, kann ich da nach oben kommen, bitte? Länger. Jo, alles gut, Marco. Alles, alles fresh. So. Jetzt waren wir hier unten jetzt noch hier im Wasser und dann müssten wir. Weil gehört das zum Brunnenquell? Ne, das gehört zum Lumasee. Das gehört noch zum Brunnenquell. Da ist noch ein Erz, das wir noch nicht haben. Und hier ist ein Gerücht. Oh, da müssen wir auch noch hin. Das gehört aber zur Lichtung. Das gehört Brunnenquell, das ist Lichtung. Okay, das heißt hier der Ort, da der Ort, eventuell der Ort und hier. Also übersichtlich. Es ist nicht mehr viel, was fehlt. Hier unten das Wasser, was jetzt fresh ist. Das sieht so aus, als wäre das ein Schalter, den man drücken müsste. Und hier brauchen wir einen Schalter für. Ah ja, okay. Also. Ihr dreht euch. Ist das alles oder ist damit auch irgendwas hier unten passiert? Actually ist das alles, okay. Okay, so sollte man da eigentlich hochkommen. Das ist auch gar nicht das Wasser, was ich meinte. Eigentlich meine ich ein Wasser noch weiter an der Seite. Okay. Aber wenn das so ist, dann Abgang. Oh, warte, da ist noch mehr von dem Liberzeug oben. Vielleicht passiert noch irgendwas, wenn ich das kaputt mache. Das Ding dreht sich. Waren wir hier noch nicht? Warum habe ich die ganzen Teile nicht kaputt gemacht? Merkwürdig. Als ob wir hier nicht waren. Doch. Okay, es gibt anscheinend irgendwo einen Schalter, der das Ding nach unten aufmacht. Doch, natürlich waren wir hier. Uiuiui. Genauso wie wir hier waren. Aber hier geht's nicht weiter. Okay, ich muss mich kurz heilen. Ich kletter gerade in der Luft. What? Was ist denn hier passiert? Hä? Was? Okay. Ein bisschen verbuggt. Willkommen zurück, Marco. Hier war ich auch schon. Vielleicht ist da oben Schalter. Ja, aber den haben wir doch auch schon gedrückt, oder nicht? Nee, den haben wir noch nicht gedrückt. Aber da oben, das Ding haben wir mitgenommen, aber wir haben den Schalter angeblich nicht gedrückt. Uiuiui. Loch rein. Ich hab komplett... What? Aua.
Aber warte mal, zählt die Wand als Boden berühren? Es sind auf jeden Fall zu viele Viecher. Hier runter kann man nicht, nein. Was zum Teufel? Warum sind hier so viele Fliegen? Moment, erstmal den Hebel drücken. In welche Richtung? Okay, was bewege ich damit? Das ist die bessere Frage. Das Ding da oben, aber irgendwie... Dreht sich? Es dreht sich nicht. Ah, ich kann es aber nicht festhalten. Aua. Okay, nehmen wir erstmal das Teil mit. Dann können wir das öffnen. Und einmal kurz gucken auf der Karte, ob wir irgendwas übersehen haben. Ja, wir müssen da rein. Das haben wir übersehen. Ja nicht sein. Wie kommt man denn hier rein? Ein Eingang irgendwo. Was mich noch mehr verwirrt, ist die Tatsache, dass man hier drüben einen Hebel hat, der irgendwie nicht wirklich was macht. Man muss es in Zeit. Angeblich soll man es in der Zeit schaffen müssen. Sonst kommt man da nicht hoch, oder wie? War das eigentlich so geplant? Es sieht so aus, als wäre das so geplant gewesen. Okay. Voilà. So, aber es ergibt immer noch keinen Sinn, wie ich da dran komme. Weil das ist nach dem Golek-Erz, glaube ich, das Letzte, was mir fehlt. Ja, ich brauche... Okay, nee, es ergibt Sinn, aber ich brauche irgendwo einen Schalter. Hoppala. Hat irgendwer einen Schalter gesehen? Oder das hier, und dafür brauche ich eine Fähigkeit. Weil das sieht aus, als könnte man das irgendwann drücken. Wenn man eine Fähigkeit hat, unter Wasser vielleicht zu dashen oder so. Das könnte ich mir vorstellen. Okay, ja, dann gehen wir hier mal raus und kommen zurück, wenn wir die Fähigkeit... Ich weiß nicht, ob sie existiert, aber ich gehe davon aus, wenn wir sie haben. So, und jetzt muss ich einmal zum Golek-Erz da hoch. Ups. Ja, schön. Und hier ist das Erz. Okay. Das heißt, das Einzige, was uns fehlt, wir sind jetzt bei 96%. Das Einzige. Warum kann man hier hochklettern? Einfach so. Okay. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist der komische leuchtende Ding da unten, was wir schon gesehen hatten, wo wir aber noch nicht drankommen. Das heißt, wir können jetzt wieder zurückgehen. Okay. Spuckt das Vieh trotzdem Zeug? Komm, spuck her.
Ah, komm, spuck richtig hoch. Okay, nee, anscheinend kommen wir über die Seite dann nicht ran. So, hier können wir schwimmen gehen. Die Kugel mit 3333 Essenzen. Okay. Wann hier hoch möchten wir nicht, oder? Nee, eigentlich möchten wir da nicht hoch. Wir wollen ja zurück. Wir wollen zurück. Okay, wir wollen noch nicht auf die Spitze. Von irgendeinem Berg oder so. Geh weg. Okay. Nee, warte mal, hä? Kommen wir da runter? Ich glaube, ich weiß wie. Ich kann doch safe einfach hier durch, ja. So, runter oder hoch? Runter. War das Wasser vorher alles dreckig? Ja, war es. Okay. Ein neuer... Energiezelle. Sehr schön. Energiezellen sind immer sehr schön. Und ausatmen. Haben wir von hier keine Karte? Von der Punktquelllichtung? Aua. Ich muss nur da dran. Danke. Und dann kann ich hier reinschwimmen auf der Seite. Achso, da kann man auch einfach durchschwimmen. Ja. Ah, hier waren wir aber schon. Wie bin ich da denn dran gekommen? Ach, ich habe mich wahrscheinlich mit dem einen Spuckvieh da hochgeschleudert. Warte mal, es sieht so aus, als wäre da drüben eine Versteck. Ne, vielleicht auch nicht. Okay. Aua. Wir haben auch schön Quolag-Erz. Ganz viel. Das heißt, wir können dann hier im Dorf auch noch ein paar Sachen bauen lassen. Lass mich mal mit dir sprechen. Verbesserung von Splittern. Verbesserung ansehen. Okay, also Dreifachsprung gibt es zurzeit nicht. Das haben wir ja schon gemerkt. Ultra-Buff-Haken. Dann einen Feindfest und verursache Schaden. Okay, interesting. Vitalität mehr brauche ich nicht. Magnet. Noch größere Entfernung brauchen wir aber eigentlich auch nicht. Den Ultrawurfhaken habe ich auch gerade drin, glaube ich, oder? Ich glaube, ich kaufe da mal die erste Verbesserung. Die ist ja noch relativ billig. Es gibt doch auch noch neue Splitter, die ich kaufen könnte. Genau. Brauche ich davon überhaupt irgendwas? Oh. Das ist vielleicht ganz interessant. Kauf's mal. Kann man doch safe auch direkt verbessern, oder? Ja, der Geister Lichtkugeln. So. Was habe ich drin gerade? Magnet, den möchte ich eigentlich auch behalten. Klebrig, Ultrawurfhaken. Finde ich nicht so cool. An Gegnern festhaken, mir reicht es meistens, meine Sprungfähigkeit zu haben. Das heißt, das brauche ich nicht wirklich. Dann nehme ich noch die Ernte mit. Die ich ja schon ein paar Mal verbessert habe jetzt direkt. So. Und dann lass uns was bauen. Ich habe ja genug Erz mitgenommen. Man sagt, du hättest den ganzen Weg ins Paradies geschafft. Okay. Früher gab es da natürlich weniger Dornen, aber die nun mal sehen, haben die schlimmsten Folgen des Verfalls überstanden. Ja, ja. Zeig mir einfach, was ich bauen kann. Okay, ich kann die Dornen entfernen oder ich kann Dächer. Zeit, neue Behausung zu bauen. Und zwar auf dem großen Baum am Feuer. Wäre ganz cool. Dornen wegmachen ist bestimmt auch sinnvoll. Sind mal.
Petras Hilfe könnte sie entfernen und die Lichtung für alle sicherer machen. Hat da irgendwer gerade was von? Hab ich da was von? Ich glaube, erstmal sind Dächer wichtiger. Ja, kümmer du mal die Häuser, dann sieht's bestimmt auch richtig schön aus hier. Genau, mehr Muki ist gleich auch besser für mich. Oh, warte mal. Oh. Haha, jetzt bin ich auf dem Baum. Okay, erstmal hier oben erkunden, bevor ich mir unten die Sachen anschaue. Wenn wir gerade schon mal hier sind. Warte mal, es ist relativ logisch, dass ich hier nichts kaputt machen werden kann. Oh, nice. Kopfgeld, du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Kopfgeld, da bin ich gespannt. Gegner besitzen 70% mehr Gesundheit und verursachen 70% mehr Schaden, lassen aber die doppelte Menge Geisterlicht fallen. Ach so. Ja, nee, danke. Aber das sieht hier echt schön aus. Erstmal alles hier einsammeln. Ich wollte nicht runterfallen. Moment, komme ich da wieder hoch? Oh, hallo Ofa. Warte mal, wo genau bin ich gerade? Okay, es gibt ein Loch. Dann ist das Loch da. Dann kann ich da hoch. Da ist ein Moki. Da ist auch noch irgendwer. Moment, wer ist das? Turley. Moki, da oben ist ein Geist. Okay. Und eine Energiezelle. Ach, warte mal. Das Licht ist Wasser. Das ist das Loch. Ah, mein Gott. Die Dorn hätte es bestimmt auch entfernt. Dafür ist jetzt zu spät. Das machen wir dann beim nächsten Mal, wenn wir genug Erz wieder haben. Kann ich da hoch? Okay. Dann erstmal alles hier mitnehmen, schön. Was ist das? Okay, da kommen wir bestimmt auch irgendwann durch. Ist das ein Haus? Ja, moin! Kartentyp. Ja, das ist dein Zuhause? Nice. Sag mal. Ja, ja. In den stillen Wald. Ich würde ihn ja selbst kartografieren, aber ich fürchte, das Wetter dort ist nichts für mich. Weiß schon, Regen, Asche, der Tod von oben. Also solltest du gehen und mir dann von allen Details erzählen und den Gefahren. Hilf mir, dieses Projekt fertigzustellen und ich gebe dir Rabatt auf alle meine Karten. Energiezellen offenbaren. Interest. Das ist so teuer. Oh, wow. Okay, warte, du möchtest mir Rabatt dafür geben, wenn ich im stillen Wald alles Karte erstelle und dir alles davon erzähle. Okay. Kochtopf. Oh ja, da war ein... Ah, nice. Schönes Versteck im Kochtopf. Cool, cool. Oh. Ach, das stimmt. Das hatten wir schon mal gesehen, den Knochen von oben. Gut. Auf der anderen Seite kommen wir momentan noch nicht lang, weil da noch Dornen sind. Das ist ein so riesen Gebiet. Ich dachte, das wäre so ein kleines, schönes Dörfchen. Warte mal. So, das heißt, ich muss hier wieder hoch. So, und wenn ich jetzt vorsichtig bin, sollte ich hier noch ein Stück weiter hoch können. Genau. Hier ist ein Haus. Erstmal hier rein. Dann ist hier oben. Muss hier doch safe was geben. Oder? Ah, kann man damit nichts machen? Das leuchtet so richtig schön blau. Deswegen hätte ich gedacht, man kann was damit machen. Nee, anscheinend nicht. Auch nicht oben an der Wand kaputt machen? Nein. Okay. Dann nehme ich noch die Kiste mit. Den Korb vielleicht? Nein. Okay. Ja, wenn ich in Köln bin. Jo, mach das, Marco. Bis dann. So, wenn ich kann hier einmal rüberspringen.
Kann ich, komm ich da? Warte mal. Ups. Jeden Tag kommen neue Moki auf die Lichtung. Deswegen bitten wir Chrom, die Lichtung zu verschönern. Wir würden es selbst tun, aber wir sind klein und spielen lieber. Ach so, ja. Stimmt. Deswegen lässt... Naja, ist okay. Ich beschwere mich nicht. Oh, hier ist noch ein Haus. Sehr cool. Es gibt so viel auf der Lichtung zu erkunden. Okay, nee, da geht's nicht hoch. Ist das ein Ausgang? Nee. Der Weg zurück. Eine Energiezelle. Sehr cool. Warte, kann man hier auch wieder alle Sachen kaputt machen? Oh ja, kann man. So. Ey, es gibt so viel zu holen in dem Dorf. Ui. Und dann gab es hier drüben noch eine Person zum Reden und ein Haus. Okay. Turley. Hallo, Turley. Seit ich nach dem Stürmen aus meinem gefrorenen Garten geflohen bin, habe ich schon so manche Neuheit gesehen. Aber ein Geist? Eine Familie erzählte mir Geschichten, dass deinesgleichen einst jene Länder durchstreifte, in denen ich ein Fremder bin. Ich beschwere mich nicht, wohlgemerkt. Ich habe beinahe das Gefühl von weicher Erde an meinen Fingerspitzen vergessen. Aber es fühlt sich noch wie nicht wie ein Zuhause an. Hast du Samen gefunden? Oh. Blauer Mond, im Gegensatz zu ihren Wettern. Das kostet mich ja anscheinend auch nichts. Dann fangen wir an. Was habe ich jetzt gemacht? Bäume? Oder... Ah! Perfekt! Cool, damit kann ich leichter umherreisen. Ebenso wie der Einfluss des Mondes auf die Gezeiten scheinen diese seltsamen Pflanzen eine eigenartige Anziehungskraft auszuüben. Oh ja. Wir hatten immer einen Strauß von ihnen auf dem Tisch damals in unserer kleinen Hütte. Meine Mutter liebte sie. Ja, noch mehr habe ich, glaube ich, nicht, oder? Nee. Wir sehen uns. Aber erstmal gehe ich dein Haus kaputt machen. Kann ich hier rein? Ich darf hier gar nicht rein. Schade. Okay, dann komme ich damit doch noch ein ganzes Stück weiter hoch, als ich eigentlich dachte. Ein neuer Moki. Halt, niemand darf darf am großen Ausgucker vorbei. Das bin ich. Ich halte Ausschau nach Schriek, der Jägerin. Sie will die Moki fressen und unsere Moormuschelsuppe. Sie ist köstlich. Du darfst passieren, Geist. Ach, alles klar. Wo bin ich denn mittlerweile? Ich habe das Gefühl, dass ich gar nicht so hoch hätte gehen sollen. Mal schauen, was ich hier noch finde. Noch mehr Moki. Hallo Moki. Du hast Glück, für gewöhnlich ist die Suppenschlange sehr lang. Manchmal reicht sie bis nach Chrom. Aber die Suppe ist es wert, so warm und cremig. Alles klar. Jetzt habe ich ja schon ziemlich Lust. Drücke um. Na, Veral. Hallo Veral. Du hast mir würzige Kräuter gebracht? Stimmt, die haben wir getauscht bekommen. Wo hast du sie gefunden? Die wachsen nur auf gefährlichen Felsnasen und müssen bei Vollmond geerntet werden. Und sie sind genau das, was ich für eine perfekte Moormuschelsuppe brauche. Sehr schön. Weiter mit der Handelsquest. Wir haben würzige Suppe bekommen. Okay. Aua, die Suppe ist heiß. Die macht mir Schaden. Erstmal heilen. Ich dachte, ich könnte vielleicht irgendwas mit der Suppe machen. Okay, Moment. Willst du mir wirklich sagen, dass es in dem Raum... Doch, da oben gibt es was. Safe. Ah, der Sprung muss besser sein. Okay, vielleicht ist da doch nichts. Oh. Ich glaube, hier möchte ich noch nicht hin. Hallo, du Keulentypi. Oh, ja. Geh mal weg, bitte. Ich möchte nur raus. Ich möchte hier noch nicht hin. Okay, das gucken wir uns irgendwann anders an. Das ist ein ziemlich großes, neues Gebiet, wo wir schon zweimal fast drin gelandet wären.
Wir kommen zurück, Leute. Wir werden auf jeden Fall zurückkommen. Okay, geht's hier noch weiter hoch? Nein. Alles klar. Ja, dann einmal schauen. Wo bin ich? Wo bin ich? Lupo sehnt sich nach... Ja, genau. Der möchte eine Karte vom stillen Wald. Mit euch allen haben wir gesprochen. Da oben war ich. Wiederaufbau der Lichtung. Rumwill, die Brunnenquellen. Ja, genau. Okay, das ist einfach nur das komplette Gebiet. Dann möchte ich mal schauen, ob wir vielleicht noch an die Lebenszelle kommen und dann auch erstmal das Ding mitnehmen. Ja, da komme ich noch nicht hoch. Ah doch, da waren wir schon mehrmals oben. Warte, das... Auf der Seite ist dann... Upala. So, wenn ich auf der Seite bin... Ah, auf der anderen Seite. Okay, auf der anderen Seite des dicken Baumes kommen wir dann wahrscheinlich an die Lebenszelle ran. Das heißt, von hier aus irgendwie... Hallo, ihr ganzen Muki. Da waren wir ja schon überall drinnen. So, wenn wir hier weiter hochgehen. Moment, erstmal möchte ich mich auf das Haus hier hochschleudern. Aber hier ist noch keiner. Hier wohnt noch niemand. Okay. Oh, aber da oben war noch was. Moment. Also, ich komme hier doch hoch, oder? Ja. Da oben hat irgendwas blau geleuchtet. Komme ich da hoch? Vielleicht. Oh, what? Ich wollte nicht komplett in die Höhle zurückfallen. Okay, im Moment anscheinend noch nicht. So, dann gibt es hier einen Ort. Aber, okay. Das hätten wir bekommen, wenn wir die Dorn weggemacht hätten. Ich grüße dich, Geist. Nicht jeder kann wie Mock der Mutige sein, aber du kannst deinen Mut unter Beweis stellen. Den kennen wir ja schon. Er befindet sich tief in der Mitternachtshöhle. Ein Schrein, der den Mut jener testet, die sich dorthin wagen. Ich würde selbst gehen, aber an meinem Mut besteht kein Zweifel. Ja, genau. Okay, das ist aber auch ein Ort, an dem wir noch nicht waren. Okay, das haben wir mitgenommen. Und dann gab es hier eigentlich immer noch die Energiezelle. Okay. Ein guter Sprung. Und das haben wir. Perfekt. Und dann einmal hier drüben. Ach, von hier aus sollte man eigentlich da dran kommen. Mit dem Dreifachsprung mache ich es mir, glaube ich, ein bisschen leichter, als es eigentlich sein sollte. Moment, wenn ich jetzt hier... Achso, da waren wir schon, aber weiter hoch kommen wir nicht. Okay. Karte. Karte sagt mir, da oben ist Gorlek-Erz. Gorlek-Erz möchte ich haben. Moment. Es gibt aber für mich keinen Weg, da hochzukommen momentan, oder? Nee. Da komme ich zurzeit noch nicht hoch. Schade. Dann ein andermal. Dorn entfernen kostet 5. Wie viel haben wir? Zeig mal kurz an. Okay, wir haben schon 3 Sachen fertig. Oh, wir haben auch 2 neue Sachen mit dem Reden freigeschaltet. Okay. Dorn wegmachen 5. Wir haben 2. Neue Höhlen. Baumhäuser entstehen, bei dem Moki beliebt zu sein. Wie wäre es, wenn wir noch ein paar davon bauen? Das wäre wahrscheinlich das nächste, was ich gerne hätte. 8. Ein wenig Gorlek-Magie. Die Moki haben recht. Bauen ist nur die halbe Arbeit. Ohne ein wenig Dekoration ist nichts wirklich fertig. Okay, das hört sich nach Zusatz an. Gibt bestimmt aber auch ein paar Sachen, die sinnvoll sind. Aber ich denke, das wäre das nächste, um weiter nach oben zu kommen, was am meisten Sinn macht für mich. Und neue Belohnungen. Dornen ist die eine Sache, damit kommen wir vielleicht im Wasser weiter. Naja, okay. Bin ich gespannt. Aber erstmal speichern. So. Normalerweise machen wir ja für YouTube immer eine Stundenfolge, aber das scheint eine sehr gute Stelle zu sein, um für YouTube Schluss zu machen. Deswegen einmal... An euch auf YouTube, es geht morgen weiter mit dem nächsten Video
Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da, abonniert den Kanal und schaut auch gerne mal auf Twitch vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.